Und herzlich willkommen wieder bei Unity of Command 2 Stalingrad DLC, zweiter Durchlauf ahistorischer Pfad Astrakhan. 1943 beginnt mit Hagel und Eis sowie Kugeln und Blut in der südlichen Steppe Russlands. Nach zwei Wochen, in denen sie ihren Nachschub auffrischen konnte, startet Kleis erste Panzerarmee einen Präventivangriff bei Minusgraden auf die Hafenstadt Astrakhan am Kaspischen Meer. Die Rote Armee wird auf dem falschen Fuß erwischt und tut sich schwer, die wiederholten Durchbrüche der Deutschen abzuwehren. 1761. Dazu die Rumänen und Italiener. Bonusziel ist Stalingrad umzingeln. Wir haben noch ein paar Sachen. Was ich jetzt noch sagen muss, das ist nicht der erste Versuch für die Mission, sondern der zweite. Man kann es ja schon mal starten. Normalerweise zeige ich den Erstversuch, ob jetzt klappt oder nicht klappt. Hier hat man, aber ich habe mittendrin in der Mission gemerkt, dass an manchen Stellen zu viel Zeit verloren ging. War mir da nicht ganz sicher, ob ich quasi eine halbe Mission zeigen soll und sagen soll, was schief gehen, oder halt den zweiten Versuch dann in Gänze. Und jetzt habe ich mich dafür entschieden, einfach den zweiten Versuch in Gänze zu zeigen und noch kurz darauf einzugehen, was beim ersten schief gegangen ist. Und es ist eine ziemlich große Karte, also auch erstmal sich ein bisschen schauen und orientieren. Und fast alle Pios sind draufgegangen. Es ist keiner mehr, oder nur noch einer da oder so. Das ist auch sehr lästig. Wir dürfen dem russischen Bär nicht erlauben, sein Gleichgewicht wiederzufinden. Trotz des schrecklichen Wetters haben wir eine starke Angriffsstreitmacht zusammengestellt, mit der du auf Astrakhan vorrücken kannst. Dazu stehen dir die ersten Exemplare unseres brandneuen schweren Tigerpanzer zur Verfügung. Es könnte sogar eine Gelegenheit sein, Stalingrad zu umzingeln. Ausgleichende Gerechtigkeit? Bisschen Kram neu aufgestellt und ehrlich gesagt, den Tiger habe ich bis jetzt nicht gefunden. Jetzt hier irgendwo. Nein, beim Kaufen ist er definitiv nicht drin. Oder irgendeiner Kuh den hier hat. Oder ob man den irgendwo neu verteilen kann. Also. Die haben ja halt die gleiche Kaufenliste. Hat auch nichts auf Reserve. Auch kein Tiger zum Neuverteilen. Bei der Panzerarmee ist er auch nicht. Und die werden ihn jetzt wohl kaum einem der Verbündeten in die Hand gedrückt haben. Mich jetzt auch irgendwie gewundert. Also es gibt noch eine Möglichkeit. Ich habe letztes Mal diesen Ort gar nicht erobert. Also, oder nicht rechtzeitig. Vielleicht ist da der Tiger drin. Ansonsten bei den Einheiten, die hier sind, bei den Panzern, habe ich den auch nirgendwo gesehen. Es hat mich schon letztes Mal richtig geärgert, dass ein Tiger erwähnt wird, aber einfach keiner zu sehen ist. Ja, höchstens ein Marder, ein Stuck. Stuck. Na gut, also deswegen ist meine Vermutung, dass hier drin vielleicht ein Tiger-Spezialist ist. Aber sonst weiß ich auch nicht, warum der da erwähnt wurde. Okay, kommen wir zu dem Problem vom letzten Mal. Also, hier sind vier LKW platziert und deswegen dachte ich, man soll hier entlang. Das Problem ist, dass in der gesamten 6. Armee man kommt nicht über große Flüsse rüber, wenn da Gegner stehen. Die haben keine Angriffsüberquerung oder sowas. Aber wir haben hier einen Fallschirmjäger. Also dachte ich, man soll den hier mit Artillerie wegbomben und den Bombern, die man hat, dann mit dem Falli abspringen, Brücke reparieren und gut ist. Und habe das auch so gemacht. Die mobilen Einheiten alle dahinter platziert, was man so hat. Und dann Zug beendet. Wird der Falli zerschlagen, da kamen irgendwelche Panzer oder so. War dicht, man kam nicht mehr über den Fluss. Und das, was so mobiler und wichtiger war bei der 6. Armee, war plötzlich hier oben. Keine Chance, über den Fluss zu kommen, weil das alles hier Großfluss ist. Und wie gesagt, die nichts wirklich dafür haben. Das ist hier so mit der durchgezogenen Linie. Ja, und dann kam man nur noch hier unten durch. Aber den ganzen Kram dann nochmal von da oben nach hier unten zu verschieben, hat ziemlich lang gedauert. Und dann hatte ich ja so einen Zeitverlust hier oben, dass sich das nicht mehr gelohnt hat. Dann war auch bei der ersten Panzerarmee die Frage, wo die eigentlich am besten effektiv lang sollen. Ich glaube, es ist naheliegender, dieser Straße hier nach Astrakhan zu folgen. Ich bin einfach so in die Steppe vorgedrungen und wusste dann nicht mehr, was ich hier hinten soll. Klingt blöd, war aber so.
Und die dann irgendwie wieder zu sammeln und nach Astrakhan oder hier in die andere Richtung zu fahren, das hat einfach alles viel zu viel Zeit gekostet. Und da hat man dann schon gemerkt, dass das nichts mehr wird. Ja, ansonsten zur Einschätzung, was sind eigentlich die Ziele? Also wir haben hier hinten einen. Und wenn man nicht über den Fluss kommt, muss man wohl von hier unten irgendwo ansitzen. Kann dann aber auch immer diese Eisenbahn an hier mitnehmen. Muss ich irgendwie an Stalingrad vorbei dahin wühlen. Da müsste man es noch umzingeln. Das wird auch nicht ganz einfach, dahin zu kommen. Und wir müssten Astrakhan erreichen. Was auch ein Teil im Großfluss ist, was heikel werden könnte, außer man wühlt sich hier durch die Sümpfe. Das ist alles schlimm. So, dann haben wir unten die 17. Armee. Die hat irgendwie, finde ich, die einfachste Aufgabenstellung, weil die sollen einfach nur nach vorne marschieren und so viele Bahnen wie möglich sichern. Wir haben noch deutsche Infanteristen. Armeen kannst du auch noch ausgeben, also sofern kein Erfahrungstop ist. Und die brauchen hier eigentlich vor allem Artillerie dann. Und hier noch ein bisschen umbauen. Dass das Zeug direkt an die Front wandert. Wobei die werden nachher viel angreifen. Sonst kriegst du noch die Kanone und dann könnt ihr immer draufhauen. Und wir haben drei Trupps mit einer Kanone vorne. Das sieht in Ordnung aus. Ist ja auch nicht endlos viel Prestige da zum Upgraden, wobei wir können euch natürlich noch fertig machen. Überversorgung darfst du auch. Brückenbau lohnt sich hier nicht direkt. Das muss eigentlich auch nicht sein, dann kannst du weiter nach vorne. So, dann haben wir die Panzerarmee und die sollten hier nach Möglichkeit dieser Straße folgen. Treffen dann auch irgendwann in Astrakhan ein. Das ist, glaube ich, der tiefere Sinn, was die tun sollen. Hätten dann hier womöglich eine Straße, der sie darum folgen können, wobei das riesige Distanzen sind. Bin auch nicht sicher, ob das wirklich auch Teil des Plans ist. Aber gut, du hast hier noch deutsche Panzer. Den fanden, na gut, die haben Erfahrungstrupp, aber als Zweiertrupp machen die auch nicht viel. Ansonsten würde es halt alles kosten. Sind die Leute auch schon mal überversorgen? Ich denke mal, die haben es nötig. Auch da ein Dreierpunkt. Sind eigentlich auch schon ein bisschen nach vorne fahren. Einfach damit du schon weiter vorne bist. Wir haben noch ein paar Italiener, aber die sind letztes Mal eh alle draufgegangen im Laufe der Zeit. Das war jetzt nicht so wichtig, was die angestellt haben. Gehören auch noch zur 1. Panzerarmee, die sollen wahrscheinlich hier rauf kämpfen und da irgendwie auf die 6. Armee treffen. Aber wir haben die Rumänen, die hier eigentlich nur rumstehen können. Mag ein bisschen blöd klingen, aber die kommen halt auch nicht über den Fluss. Wir können euch noch verschanzen, ihr im Zweifel nicht angegriffen werdet. Aber de facto stehen die da nur rum und decken das ein bisschen. Dann haben wir die 6. Armee und ich will hier oben jetzt eigentlich nicht rüber. Können wir, glaube ich, LKW einsparen. Muss man eben sehen, wo die hin können. Dann kann man die auch von hier irgendwie versorgen. Bis auf ein paar Positionen. Ist natürlich da mal eine intakte Brücke. Gut, man könnte natürlich versuchen, den rauszuhauen mit, wenn man hier Artillerie ausgibt und alle Bomber draufhaut und dann die Brücke hier intakt nimmt und darüber fährt. Aber ich wollte sonst jetzt eigentlich Vollgas hier unten rumgeben.
Und das natürlich heißt, dass die mobilen Einheiten hier wieder nur ein Zug mit Fahren beschäftigt sind. Aber dass das hier oben einfach nur verteidigt wird. Ich meine, hier müsste man sich auch übelst durchwühlen. Versorgung abschneiden kann man hier auch nicht gerade häufig. Also ihr orientiert euch hier eher südlicher. Müssen wir nur eben herausfinden, wie wir die meisten Einheiten hier versorgt kriegen. Ich glaube, von da kann man sich auch zurückziehen. Dann hätten wir nämlich noch zwei LKW frei. Der eine Typ kann auch noch zur Seite gehen. Und hier mit drin kann man ja womöglich dann noch ausbauen oder so. Irgendwie sowas. Die haben noch einen. Das wird schon. Ja, auch mal eben sehen. Du hast nichts Großartiges. Würde aber hier gerne den Panzer noch irgendwas kaufen. Wenigstens irgendeinen Spezialisten. Wenn die so komplett ohne rumfahren, ist doch auch mal unschön. Ein Marder wäre besser als nichts. Haben wir sonst noch? Die anderen haben alle wenigstens noch irgendwas. Sonst kriegt der andere auch noch einen Marder. Der nichts hat. Also da vor allem Fahrzeuge überversorgen und dann eigentlich auch eher nach hier unten kommen. Weil das wichtiger ist. Und im Prinzip das ganze nördliche Stück kann ja gefühlt aufgegeben werden. Oder zumindest weit zurückgezogen, die wichtigen Einheiten. Damit die es einfach mal in der Aufstellung probieren. Ja, der Italiener. Du kannst natürlich pro forma ein bisschen mitkommen. Die Einheiten schauen sich das an und das wird alles schon. Natürlich noch nicht eben haben gegnerische Versorgung. Dummerweise sind das ja direkt Eisenbahnpunkte. Kann man also nicht so viel schnell unterbrechen. Und von da hinten noch einer. Stalingrad ist auch ein eigener Punkt. Und hier riesige LKW-Stationen. Kann man gar nicht so viel anstellen. Wie es jetzt schön wäre auf den ersten Blick. Hier wäre jetzt nicht drin. Ich glaube nur der eine Infanterist da hinten. Das ist nicht so tragisch. Der kann sich ja bewegen. Und die ziehen sich dann eh zurück. Wie gesagt, zur Not kann man das Gelände hier großflächig abgeben. Hauptsache, Bahn über Morozovsk wird noch gehalten. Das wäre dann schon wichtig. So, wir haben ein bisschen Luftversorgung. Drei Bomber pro Runde. Ein Sättigungsangriff, Aufklärung und ein Präzisionsbombardement. Dann erstmal sehen, hier reinzukommen und zu hoffen, dass die Artillerie gut trifft. Immer noch nur ein 1-1. Gerade eigentlich. Ich meine, der war vorher, letzten Szenario, auch immer schnell auf 2-0 oder so. So wie jetzt. Kommen wir langsam vorwärts, aber da sind auch irgendwann schon neue Gegner. Und deswegen sollen die mit den Kanonen da bitte schon mal hin. Wenn die sich da langsam reinschießen. Ist auch einer. Du hältst dich auch mal in der Nähe bereit und ihr kommt hinterher. Und das ist die 17. März, finde ich in gewisser Weise den entspanntesten Job. Einfach so langsam nach vorne marschieren. Könnte natürlich Scheinangriffe machen, aber wir haben auch nur 70% Nachschub. Auf Nummer sicher zu gehen, kann man hier auch immer mehr Leute überversorgen. Sonst mach hier nochmal. Jetzt wäre ich beide eh das letzte Szenario. Dann wühlt euch da durch. Auf Dauer. So, die Italiener, die gehen eh drauf, früher oder später. Könnt ihr quasi noch so ein bisschen aggressiv aufklären, was so los ist. Und sehen, wo welcher Gegner ist.
Aber man kommt hier halt auch nicht endlos weit vorwärts. Ja, die Versorgung über die Straße läuft besser. Oder wie gesagt, die Italiener können auch mal ein bisschen links und rechts aufklären. Ob die nicht doch noch irgendwie mehr Gegner finden? Tja, also die heizen da lang, um da zu helfen. Jetzt auch ein bisschen die Frage, die beiden. Noch könnte man die auch da drüben hin dirigieren, um den Ort vielleicht zu erreichen und sich hier irgendwie durchzuwühlen und das Ziel und vielleicht das Bonusziel zu erreichen. Ja, die Bahn fahren sicher darauf, aber die zwei könnten diese Straße nach Astrakhan nehmen oder halt diese Straße hier rauf. Bin ich mir gar nicht so sicher, was besser ist. Okay, ihr könnt derweil den hier oben mal durchbrechen. Den Eindruck, dafür stehen die da. Ja, dann überspringen wir die beiden mal eben. Noch ein wenig schauen. So, und die sollen wahrscheinlich hier durch und Kontakt zu denen herstellen. Aber wir müssen auch die Bahn irgendwann mal entlang erobern. Das Ziel da erreichen. Ist alles nur 1-1er. Ich danach, als ob die den Bomber bräuchten. Aber wie gesagt, die hier oben werden gar nicht viel machen. Und sich bald auch eher schon zurückziehen, weil sie nicht viel machen können über den Großfluss. Das heißt, wir können ruhig hier unten bombardieren. Alles minus 2, aber irgendwie durchwühlen. Vielleicht wäre es doch noch sinnvoll gewesen, den Kommandoreichweite in der Vorbereitungsphase die Artillerie zuzuschieben. Okay, der hat tatsächlich eine Kanone. Aber der muss, finde ich, eigentlich auch sonst Gas geben, geschwächten Gegner nachsetzen. Na komm, sonst holt die Bomber hier raus. Bisher mittelprächtig. Aber immerhin der erste aus der Verteidigungslinie ist draußen nebenbei. Jetzt hier mal irgendwo hinrennen, wo es Versorgung gibt. Tja, und ihr müsstet hier nachrücken und das natürlich bewachen. Oder du gehst da rein. Natürlich der Fluss im Weg. Da hinten kommt man rüber. Und da haben eigentlich die Fahrzeuge Vorfahrt. Ich weiß noch nicht ganz, was jetzt eigentlich der Falli machen soll. Der kann auch mit voller Schnelles. Ansonsten sollen die Rumänen gerne verschanzt bleiben, ehe es zu viel Stress bei denen gibt. Weil du kannst die auch mit. Die müsst eh die Gegenden da oben teilweise verlassen. Weil die Versorgung da nicht überall lang reicht. Und viel käme da auch nicht mehr. Ich glaube, du kannst da auch eher raus. Hier kommt er dann auch eher nach hinten. Okay, ein paar Trupps dürfen da bleiben und die Gegend verteidigen. Vielleicht wäre es doch weiser. Spezialisten nochmal dann im nächsten Zug hier unten irgendwo neu einzusetzen. Das hätte man wohl doch in der Vorbereitung auch machen können. Ist da auch mit raus. Dann sind zumindest alle jetzt in der Versorgung drin. Gut, bei den Rumänen. Ich habe noch eine Artillerie dabei, der könnte auch sinnvoll sein. Sonst kannst du noch mitkommen. Läuft dahin. Ist vielleicht doch ein bisschen Verschanzung weg. Aber die anderen müssen ja auch sowieso über einen großen Fluss angreifen. Ich hoffe einfach mal, dass sie es nicht zu sehr tun.
Gut, und dann sind die da oben so ein bisschen sich selbst überlassen. Wir hoffen, dass es hier unten durchgeht. Wieder die Frage nach euch. Eine Klasse. Oder soll das heißen, die sollen diese Straße nehmen und hier Stress machen? Reichen zwei Panzer, um denen bei Astrakhan zu helfen? Ich weiß noch grob aus dem ersten Versuch, dass da irgendwann unangenehme Sachen schon noch kamen. Wenn du den zumindest einmal triffst. Bin mir sehr unsicher, was die richtige Entscheidung ist. Aber gib nochmal Überversorgung aus. Kannst du den Infanteristen noch mitnehmen, sonst fahr du noch mit hier rüber. Dann wird die Haupttruppe da agieren und der Italiener kommt dekorativ noch ein bisschen mit. Hier und da schon Versorgungsprobleme. Okay, italienische Einheit. Sind vor allem italienische Einheiten. Das, also vorsichtig gesagt, ist verschmerzbar. Ich möchte dafür jetzt nur kaum die LKW ausgeben. Komm du weiter mit und du unterstützt hier über den Angriff. Und die müssen da lang weiter. Ihr gebt da euer Bestes. Ja, und dann schauen wir einfach mal. Der Anzug 3 ist halt irgendwie auch heiter. Und vielleicht optisch trotzdem irgendwie näher ran an irgendwen. Ach, der Falli, genau, der muss ja jetzt schon noch irgendwas machen. Aber der kann da sonst wo landen, ist einer da drin im Ort. Ah, jetzt auch zu schön gewesen. Oh, die Gegner haben nur 10% Rückzug, 30. Wenn da was schief geht, geht der Verlierer halt völlig unnötig drauf. Das ist immerhin eigentlich schon ganz gut. Wo die haben 100% Rückzug. Sonst müsstest du die doch hoffe ich platt machen können. Ja, ist jetzt auch Elite, dann habt ihr da noch einen Infanteristen. Mal sehen, ob der hilft. Ist so gut wie geschlagen. Die Italiener sind inzwischen auch schon fast alle weg. Okay, fangen wir bei euch an. Das ist, finde ich, weiterhin einfach das, wo am klarsten ist, was man machen muss, nämlich irgendwie hier durchkommen. Hier ist natürlich hier die Schiene erobern, damit man die Versorgung hat. Das musst du mal geplant machen. Du musst einfach so durch immer, dann ist die Verschanzung ganz weg. Kommen aber leider noch nicht gegen die an. Also nicht mehr als ein 1-1, was jetzt aber auch nicht wirklich das Wahre ist. Ist der Spezialist unten? Was war das eigentlich? Ja.
Nettes Geschütz, immer noch nur 1-1. Macht sogar zwei weg. Da muss man, glaube ich, echt ein bisschen Glück für haben. Aber die wollen von 2-1. Und es ist noch eine recht gesunde Division in ihrem letzten Einsatz. Das muss vielleicht mal reichen. Und es ist auch ein 2-Sterne-Feind, deswegen macht er so viel mit. Jetzt haben wir endlich mal ein 2-0. Zieht einen ab. Also entfällt nach hinten. Gut, man kommt jetzt noch nicht endlos weiter, aber das war ein mächtiger Gegner. Wo es, denke ich, hilfreich ist, wenn der jetzt nicht mehr in seiner Position rumsteht. Haben wir hier auch noch ein paar. Und hier mal auf Verdacht weiter dran vorstoßen. Werden hoffentlich auch nicht zu viel anstellen können. Dann schwören hier jede Menge feindliche Reiter herum, aber ich denke mal, die leben von diesem Punkt hier, oder? Sind teilweise jetzt schon außerhalb der Versorgung und ohne das. Boah, wird es hier doch in der Wüste, Steppe recht eng werden. Das ist ein bisschen der Aspekt, wo jetzt wirklich ein Pionier fehlt, glaube ich. Ein Ort ist. Nett hier mal eine Spezialisten. Okay, du hast keinen Spezialisten vorne, aber auch nur ein 1-1. Ist wirklich nicht, ob man das führen will. Kann jetzt auch nicht einfach die ganze Zeit erstmal zu den Fronten springen, wo es vielleicht angenehmer aussieht. So viel angenehmer ist es nicht, weil dieser T-34 hier echt im Weg steht. Na komm, das muss jetzt entschieden werden. Ein Angriff oder so hat der Italiener nicht. Und in Schanzen kann er auch nicht. Weil er erst anlaufen muss und angreifen kann auch keiner von denen. Also ja, da. Ich habe es gerade schon gesagt, aber da fehlt gerade mächtig der Pionier. Eine Befestigung anzugreifen, das ist auch jetzt nichts da, um großartig zu helfen. Könnten die natürlich auch erstmal einfach einkesseln. Ja, teilweise sowieso erstmal noch mit diesen Reitern fertig. Also wenn wir die alle stumpf einkesseln, wenn nicht zu dringend mit denen fertig werden. Das wird natürlich die Panzer jetzt dann ein bisschen nach sonst wo schicken. Aber die sind ja alle überversorgt und zur Not kriegt ihr irgendwie Kontakt zur Eisenbahn. Ihr könnt euch natürlich hier irgendwie durchschlagen, dass ihr da mal lang fahren könnt. Jetzt müssen hier unterschiedliche Gegner weg. Jetzt kannst du dahinter. Der Punkt ist abgeschnitten und die gegnerische Versorgung wird plötzlich drastisch schwächer. Aber vermutlich muss man hier selbst auch die Gegner noch schwächen. Die kein zu großes Problem darstellen. Ihr versucht sonst so gut es geht, den Reiter zu blocken. Mit dem. Gut, du könntest nochmal zurücklaufen. Da kann gegen den Infanteristen, glaube ich, eh nicht viel machen. Können natürlich den auch noch irgendwie. Der wird draufgehen, aber. Dass ihr das so halbwegs blockt und die irgendwie versucht einfach einzukesseln und das auf Dauer irgendwie einzunehmen. Ja, alles außerhalb der Versorgung und auch viel zu leicht abzuschneiden. Weil vielleicht haben wir ganz viel Glück und der
Und die machen das nicht. Aber jetzt auch ein bisschen fernab der Straße, es bringt es auch nicht so viel. Jetzt versuchen wir das Akku noch zu decken. Da, geben wir Gegenangriffsbefehle. Wer weiß, ob sie es brauchen. Brauchen die da unten eigentlich immer schon? Dann würden gerade auch zwei LKW reichen, nur so, falls man doch nochmal demnächst irgendwas baut und schnell irgendwelche LKW baut. Jetzt mal zurücknehmen. Du könntest sogar noch weiterfahren. Panzer. Schauen wir mal, ob die ein Problem werden. So, hier drüben müssen wir uns dringend dieser Stadt nähern. Irgendwas werden soll in Zug 3. Und so wie die Einheiten stehen, müssten wir von hier rumkommen. Da ist frei. Da ein paar versprengte Infanteristen im Weg. Trotzdem sagen, dass der eigentlich auch weg müsste. In der Hoffnung, dass vielleicht unser Infanterist da den... Nö. Groß wird oder so, aber keine Chance. Auch elitäre Panzer. Ihr müsst euch zur Not über hier versorgen. Und da den LKW ausbaut. Da habe ich dieser Panzer mit am meisten im Weg. Spezialist wäre als nächstes dran. Wenn du einen Scheinangriff machst, ruiniert dich das zwar. Ich denke, ohne Spezialisten können wir den noch besser treffen. Gut, und der Infanterist macht keinen Stress mehr. Mach, okay, der kommt durch den Schlamm nicht so weit. Da ran, ne? Dann ist da ein Trupp drin. Okay, du, ja, der Schlamm. Aber ihr nähert euch zumindest an und wenn wir jetzt hier irgendwie da einen ranbauen und das halten, könnte das sogar reichen. Haken, wir müssen erstmal sehen, wie weit unsere Einheiten kommen. Die Panzer natürlich klar Vorfahrt haben. Und dann müssten wir das auch noch leer räumen, damit die Eisenbahn da irgendwann mal rüberreicht. So, waren das alle? Und der kommt noch, aber der hat nicht so ganz übermäßig Kampfkraft. Der Reiter hat noch einen Pionier, was man hier auch nicht so häufig sieht. Ach, hier ist noch einer. Kann in die Stadt, dann kannst du vielleicht nach hinten. Kannst du noch dahin. Und du fährst dahin. Okay, den Trupp könnte man auch noch mitnehmen. Oder dahin stellen, weil er halt eine Kanone hat. Dann wird natürlich dieses Brückenfeld dann noch abgesichert werden. Und sonst geht ihr in den Ort da. Gut, die Sowjets da oben waren jetzt auch eher ruhig. Verteilt euch hier mal in der Nähe der Versorgung. So, kommt hier erstmal ruhig runter. Also Versorgungswahrscheinlichkeiten sind da oben aber auch schlecht. Unter anderem wetterbedingt. Sollte ja außerdem hier noch ein bisschen Ausrüstung verteilt werden. Du hast noch nichts, du kannst noch das Stück kriegen. Und wir ihm die Kanone geben, dass er irgendwann hilft, sich hier durchzuschießen. Irgendwie so. Ich habe den Eindruck, ist schon nicht schlecht, wenn wir die da am Leben erhalten, von der Versorgung her. Ja, wahrscheinlich schon ganz nett, wenn da irgendwer noch stehen bleibt, der sich ein bisschen darum kümmern kann. Jetzt sind sie ja zumindest die meisten noch in der Versorgung der Reichweite des Akkus drin.
Ja, ihr passt dann so auf. Ihr könnt hier noch leicht drauflaufen. Hier auch noch und dann hält das hoffentlich so. Noch ein Italiener. Okay, der kann mal sagen, dass der Weg da frei ist. Theoretisch Notversorgung. Hier wird das natürlich heikel, aber die haben fast eine Überversorgung. Und ihr macht da weiter. Okay, wir haben noch einen Bomber übrig. Kann man da diesen Reiter schwächen, der eingekesselt ist? Immerhin ein Treffer. Die 17. Die hat noch so viel Kommandopunkte. Versorgt den doch meinetwegen die Rumänen. Da auch irgendwen versorgen. Okay, und die Panzerarmee konnte nicht mehr viel machen. Man wird hoffentlich von dem Italiener ausreichend geschützt. Es sind die alle. Wir müssen doch den Ort erreichen. Die Überversorgung weg. Gut, wir müssen die Bahn weiter entlang. Hier mal sehen. Okay, wir können jetzt natürlich den wegzubomben, wäre nicht schlecht. Keiner mit Artillerie dran. Die könnten hier eher so machen und dann davor rücken. Will ich mal eben in Richtung Bomber sehen. Weil wir den hier drüben auch durchaus gebrauchen könnten, wenn man irgendwie das noch schaffen will. Ist ein Fluss im Weg, man müsste eigentlich da irgendwie rum. Dann wäre die Stadt frei, könnte der Panzer rüber. Hier sind irgendwelche blöden feindlichen Panzer aufgetaucht. Also die müssten weg, da irgendwie und dann da rein. Ich glaube von hinten rum, das ist der Weg. In unseren neuen Einheiten. Der könnte von da auf den Panzer hauen. Die Nachzügler da sind im Weg, die blockieren das Feld. Du könntest das zur Not nehmen und da frei machen. Wir sehen, dass das bei Stalingrad ziemlich voll ist. Könntest du dahin und die weghauen? Da kann der hoffentlich dahin und da nochmal draufhauen. Ziehen sich nur leider nicht zurück. Und er kann sich da nicht bewegen. Ist jetzt schon der entscheidende Fehler. Kaum an die Stadt ran. Ich bin gerade nicht mehr ganz sicher, ob wenn der angegriffen hat, ob der dann immer noch den Fluss überqueren darf. Und sonst müsste man jetzt extrem außenrum. Nebenbei, du solltest Luftversorgung kriegen, weil ich glaube, wir brauchen den, um hier auf Panzer zu hauen, ehe die auf uns hauen. Mal ihr von da hinten, die ihr an eh nichts mehr anderes rankommt. Gut, rüst mal den. Was
noch so ein... Wie viele mobile Fahrzeuge haben die denn hier drüben? Abgesehen davon, dass es zu viele sind. Also du, aber nee, der hat keine Aussicht mehr, hier so richtig angreifen zu können. Der müsste eigentlich... Ja, minus 2 und wir haben es Runde 3, wir müssten da jetzt rein. Das ist eigentlich, ja... Ich fürchte irgendwie, es wird nichts mehr. Auch nur noch maximal bis dahin. Sollte hier an der Seite schon mal auf die ganzen Panzer, weil die müssen ja auch weg, ehe die zuhauen. Noch eingekesselt, dann nerven die nicht zu sehr, das ist schön. Dann ist sicher, wenn wir den jetzt auf die andere Flussseite stellen, dürfte er sich eigentlich nicht mehr bewegen können, meine ich. Wir haben keine andere Einheit, die... Oder? Dann wenn wir den, der müsste ja weg, gestern wäre hier hinten irgendwie eine Brücke frei. Oder ich meine, du könntest sonst sowieso hier rüber. Ja, ist hier nicht mehr zu erreichen. Ich frage mich wirklich, ob der Tigerpanzer da drin ist, weil ich habe bisher noch keinen gesehen. Und in der Missionsbeschreibung wurde ja einer erwähnt. Wenn man so einen nicht kriegt, ist das auch immer sehr ärgerlich. Gut, dann haben wir hier noch nur 1-1er, sonst lass mal die Panzer anrücken, die gegnerischen Panzer zu zerschlagen. Job der 24. Panzerdivision. Ich meine, ganz der Schwung feindlicher Panzer weniger und ihr kommt hier eigentlich ganz gut vorwärts. Aber hätte man da den Bomber genommen? Ich meine, am Ende macht man sich, wie ich schon häufiger sage, die Stadt nur kaputt. Wenn man eben hier nachrückt und das bitte verteidigt. Kannst du eigentlich auch schon durch und der. Achso, du kannst dich noch bewegen. Kannst du sogar noch angreifen. Der Panzer noch dahin durchrücken. Er ist außerhalb der Versorgung, aber was soll's? Ihr kommt hier zumindest vorwärts. Wobei es fraglich ist. Wäre ja nett, wenn die Stalingrad umzingeln würden, aber da haben die so ihre Probleme. Weil das Haku, das sie da haben, die Sechste, kann keine Brücken bauen. Also die Rumänen können es auch nicht, Italiener können es auch nicht. Da bräuchte man gefühlt die Panzerarmee, die man darüber legen müsste. Aber gut, sonst machen wir hier oben mal eben fertig. Sind da teilweise sogar schon eingekesselt. Ansonsten schießt mit der Artillerie drauf und schaut, ob ihr die noch weiter schwächen könnt. Falls sie unversorgt bleiben, dann vielleicht sogar schlagen, was ganz nett wäre. Ihr bleibt ansonsten hier stehen und ihr holt euch da oben noch Versorgung und deckt das einfach nur irgendwie ab. Mine kann nicht mehr versorgen. Sonst hier noch irgendwen. Ach, da hinten.
Das ist gut, bis das bis dahin reicht. Aber hier auch bald zu Ende. Was wird besser, sobald das erobert ist und man die Bahn darum hat? Okay. Dann ist das hier oben. Können wir also hier hin und auch alle Bomber hier einsetzen. Ah genau, das war die ursprüngliche Frage, ob man nicht gucken kann, ob man den weggebombt kriegt. Ein Schaden ist natürlich nicht so berauschend. Aber wenn man hier zum Teil die Division auf ihrem letzten Einsatz hat, und ein 1-1, durchaus in Ordnung sein. Gut, aber den loszuwerden, das hätte noch was für sich. Das nehmen wir, komm, ich würde sagen die 25 Punkte, wir haben nicht so viel Prestige. Gerne auch die Bahn schon weiter entlang erobern. Je mehr Stress den macht und je mehr man einkesselt, desto besser. Frage, ihr werdet den wahrscheinlich doch dann nicht mehr ganz los, aber er ist schon mal geschwächter. Nur aufpassen, dass die Eisenbahn komplett besetzt ist. Dass die Versorgung da auch lang kommt. Von hier unten kam keiner mehr. Oh, du kannst noch einen Scheinangriff auf den machen. Dann kommt ihr hier, denke ich, schon mal relativ gut vorwärts. Und die werden alle Versorgungsprobleme haben. Ich dachte, der Reiter könnte da vielleicht schon weiter durchgehen und Stress machen, aber deckt nur noch mehr Feinde auf. Ihr blockiert den weiter. Der ist halt leider weiter zu stark. Aber ihr könnt euch hier teilweise noch Überversorgung holen und dadurch noch eine Runde durchhalten. Wenn wir doch irgendwo Panzer entdeckt, oder? Das sind sowieso eine Menge, aber gerade hier nichts. Da. Gut, die Bomber sind weg, aber was sind das für Panzer? Unangenehme. Die hier auch Elite und alles sind. Ich hoffe, der Panzer steht das durch da vorne, wenn da so viele Gegner sind. Der und die anderen. Ihr könnt dabei helfen, dass die Bahn möglichst schnell erobert wird. Ihr könntest hier oben noch den Weg freier machen. Sogar ein Italiener den vernichten. Sehr schön. Tja, und die Stadt müsst ihr dann weiter unter Belagerung halten. Schnell gehen wir das Panzerakku da drüben hin. Schon eine gewisse Geschwindigkeit, aber das ist schon eine Distanz, dass es da eine Brücke bauen kann. Und schon ein paar Runden. Aber wir bräuchten ja irgendwie Brücken, wenn man von hier kommt. Ich bin überlegen, den da jetzt schon rüber zu jagen. Hier habt ihr noch Überversorgung erhalten und müsst euch jetzt halt nur noch durchwühlen. Ein Tierbrücken bauen, das kann auch die 17. Armee zur Not. Ich glaube, die Panzerarmee fährt schon mal hier wieder rüber. Die 17. kann auch mal ein bisschen näher ans Geschehen noch ranrücken.
LKW aus. Oh, das passt noch. Zum Checken. Den hätten wir doch. Ja, ein Italiener ist auch nicht so wichtig. Da ist auch der auf der anderen Flussseite mit dem Problem. Also das geht so weit. Auch nichts zu Spannendes machen. Ich denke, wir können den Zug beenden. Der kesselt den Reiter ein. Damit war jetzt leider schon zu rechnen. Mehr Panzer, wie viel haben die denn? Man hat eine Gruppe endlich mal kaputt geschlagen und dann kommen da genügend andere.